Ohne raschen und ambitionierten Klimaschutz droht ein Temperaturanstieg um durchschnittlich 4 Grad, gegebenenfalls noch mehr in diesem Jahrhundert. Und damit steigt die Gefahr von abrupten, unumkehrbaren Klimaänderungen. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, Herr Kollege Glück, nur so viel. Ich gebe Ihnen einfach mal einen Tipp. Reden Sie mal mit dem früheren Wirtschaftsminister dieses Landes, Walter Döring, Mitglied Ihrer Partei, so viel ich weiß, auch heute noch, heute Vorsitzender des Windclusters Baden-Württemberg, zu dem, was Sie hier zu Wind erzählen. Mehr sage ich dazu nicht. Herr Kollege Lusche, zu der Frage, welchen Stellenwert hat Baden-Württemberg bei der Debatte rund um das Thema Klimaschutz? Wenn man nüchtern die Zahlen betrachtet, muss man ja sagen, eigentlich spielen wir keine große Rolle im globalen Maßstab. Ja, wir haben etwa 65 bis 70 Millionen Tonnen irgendwo in der Größenordnung pro Jahr an CO2-Emissionen. Das sind 0,3% der globalen CO2-Emissionen. So, das heißt, man könnte sagen, auf uns kommt es nicht an. Ich finde aber, es muss andersrum gehen. Warum? Wenn Sie mal zurückschauen in die Geschichte, war es immer so, dass Entwicklungsländer und Schwellenländer sich immer an den Entwicklungsmodellen der Industrieländer orientiert haben. Immer. Und ich wüsste nicht, warum es in Zukunft anders sein soll. Das heißt, wenn man zeigt, in einem Land wie dem unseren, in einem Industrieland wie dem unseren, wenn man zeigt, dass Klimaschutz geht und trotzdem Wohlstand und wirtschaftliche Prosperität auch ist, damit einhergehen können, dann gibt man ein positives Beispiel dafür, dass andere da auch mitgehen. Das ist das Ziel, warum wir Klimaschutz in dieser Intensität in Baden-Württemberg betreiben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben am 17. Juli 2013 im Baden-Württembergischen Landtag mit breiter Mehrheit seinerzeit, es ist schon angesprochen worden, ein Klimaschutzgesetz beschlossen. Wir haben darin festgelegt, dass wir die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 25% senken und das wiederum im Vergleich zu dem Kyoto-Basisjahr 1990. Als Langfristziel haben wir festgeschrieben in diesem Gesetz die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2050, bis zur Mitte dieses Jahrhunderts um 90%. Ich finde, der Landtag hat damit einen ambitionierten Beitrag des Landes zum weltweiten Klimaschutz festgelegt und den Rahmen für eine nachhaltige Energieversorgung im Land hier in Baden-Württemberg vorgegeben. Ich bin heute noch froh darüber, dass wir uns bei diesen wichtigen Rahmenbedingungen, die ja jetzt weit über die Legislaturperiode hinaus letztendlich auch wichtig sind, dass wir da eine breite Mehrheit hatten und dass die CDU-Fraktion im Landtag seinerzeit hier weitgehend einig war, wenn auch, was die Umsetzungsschritte betrifft, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das ist auch eben nochmal deutlich geworden. Mit dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept, dem IEKK, haben wir wichtige Grundlagenarbeit geleistet, einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der Strategien und Maßnahmen enthält. Und Herr Kollege Lusche, ob jetzt alle 108 Maßnahmen, die da drin festgelegt sind, in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden, ist doch nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass wir uns im Wesentlichen in der Legislaturperiode auf den Weg gemacht haben, aber auch die kommenden Jahre wird es notwendig sein, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Es wird auch notwendig sein, dass wir in der nächsten Legislaturperiode ein Ziel für 2030 formulieren und dann diesen Maßnahmenkatalog weiterentwickeln. Auch das haben wir bereits im Blick. Die -25%, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die -25% bis 2020 will ich auch nochmal betonen, das ist ein ambitioniertes Ziel. Manchmal sagt man ja, ja, wie kommt ihr dazu, -25%, der Bund hat -40%. Nur man muss sehen, wir haben bekanntermaßen bis zum Jahre 2011 knapp die Hälfte der Stromversorgung in Baden-Württemberg über die Atomenergie abgedeckt, die bekanntermaßen aufgrund des Atomausstiegs bis zum Jahr 2022 auf null reduziert wird. Das heißt, das ist eine große Herausforderung für uns im Land, diese -25% bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Übrigens, auch hier gilt, es ist vorhin schon angesprochen worden, wenn wir die Herausforderung annehmen, dann schaffen wir diese Herausforderung auch, da bin ich fest davon überzeugt. Und ein wichtiger Hebel ist die Förderung der Klimaschutzmaßnahmen hier im Land über die diversen Förderprogramme. Lassen Sie mich nur einige nennen. Wir haben in der Legislaturperiode das Programm Klimaschutz Plus
von 6,6 Millionen, das war der letzte Stand in Ihrer Verantwortung, auf über 10 Millionen Euro angehoben. Wir haben neu eingeführt das Programm Klimaschutz mit System. Herr Kollege Glück, 30 Millionen Euro stehen da für die Kommunen zur Verfügung, um die Programme Klimaschutz mit System voranzubringen. Wir haben darüber hinaus für die kleinen Kommunen im Land das Programm Klimaschutz mit System extra. Wir haben die Energieeffizienzförderprogramme mit der L-Bank, die ich hervorheben möchte. Also eine ganze Reihe von Initiativen, wo die Akteure, insbesondere die Kommunen hier im Land bei dem Thema Klimaschutz, und zwar bundesweit in dieser Form, das will ich auch mal betonen, oftmals einmalig in dieser Qualität unterstützt werden. Ich werde gleich auch noch Beispiele nennen. Nehmen wir mal ein Beispiel, was ich eben gesagt habe, von wegen bundesweit einmalig. Nehmen Sie mal die L-Bank-Programme, die wir in den letzten Jahren aufgelegt haben, die aus meiner Sicht eine beispiellose Erfolgskarriere hingelegt haben, mit dem Programm Energieeffizienzfinanzierung sanieren und mit dem Programm Energieeffizienzsanierung Mittelstand haben wir im Zeitraum zwischen April 2012 und Mitte 2015 rund 4 Milliarden Euro Investitionsvolumen in Baden-Württemberg angestoßen. Die CO2-Emissionsreduktion aus diesem Programm beläuft sich auf nahezu 270.000 Tonnen in diesem Jahr. Und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen, auch im Verhältnis zu den anderen Bundesländern. Wir haben, Herr Kollege Lusche, wir haben mit diesen beiden Programmen KfW-Mittel nach Baden-Württemberg gezogen, die in etwa der gleichen Größenordnung entsprechen wie die KfW-Mittel, die nach Bayern und Nordrhein-Westfalen zusammengelaufen sind. Das ist in den letzten Jahren hier angestoßen worden und ich sage Ihnen, darauf bin ich stolz, dass es gelungen ist, diese Entwicklung hier auf den Weg zu bringen. Aber Herr Kollege Lusche, und da bin ich wiederum völlig mit Ihnen einig, Landesmaßnahmen allein reichen dabei weitem nicht. Ja, letztendlich ist es so, dass Klimapolitik auf Bundesebene auch wichtige Rahmenbedingungen gesetzt werden. Die Themen kennen Sie alle, will ich es hier nicht weiter erläutern, aber auch auf europäischer Ebene, Stichwort Emissionshandel. Insbesondere, das will ich aber auch mal sagen, auf Bundesebene fehlt es bis zum heutigen Tage an einem gesetzlich verbindlichen Rahmen, an einem Klimaschutzgesetz, das die Ziele gesetzlich festschreibt, so wie wir das hier in Baden-Württemberg gemacht haben. Eigentlich wäre dieses natürlich notwendig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die weltweite Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad bedarf es der Mitwirkung aller Staaten. Die Industrieländer, zu denen wir gehören, tragen hierbei eine besondere Verantwortung für das Gelingen eines internationalen Klimaschutzabkommens in Paris. Und aufgrund ihrer überproportionalen Beiträge zum weltweiten CO2-Ausstoß in der Vergangenheit sind sie in besonderer Weise bei der Lösung dieses Problems gefordert. Ein wirksamer internationaler Klimaschutz ist von essentieller Bedeutung für die Sicherung lebenswerter Bedingungen auf der ganzen Welt, für die Zukunft unserer Kinder und unserer Kindeskinder. Die Bekämpfung des Klimawandels ist auch wichtig, um eine in Zukunft auch absehbare Migrationswanderung als Folge von Klimawandel, um die auf ein, sagen wir mal, Mindestmaß zu begrenzen. Ich glaube, auch das ist notwendig, um ein friedliches Zusammenleben der Völker auch in Zukunft hier zu sichern. Wir in Baden-Württemberg haben uns nicht nur eigene verbindliche Klimaschutzziele gesetzt, ich habe sie bereits erwähnt, wir bringen uns auch auf Bundesebene stark in die Energie- und Klimapolitik ein und wir sind international aktiv, gemeinsam mit anderen klimaengagierten Regionen. Wir wollen zeigen, dass unterhalb der Ebene der Nationalstaaten auf der ganzen Welt, in Nord-, in Mittel- und Südamerika, in China, in Australien, Afrika und Europa wirkungsvolle Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Und damit wollen wir den anstehenden Verhandlungen der UN-Klimakonferenz in Paris den Rücken stärken. Im Mai dieses Jahres haben Ministerpräsident Kretschmann und Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown ein gemeinsames Memorandum of Understanding auf den Weg gebracht. Darin bekunden die Unterzeichner das gemeinsame Ziel, nämlich die mittlere globale Erwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius zu begrenzen. Für die Unterzeichner bedeutet dies, dass sie ihre CO2-Emissionen bis 2050 um mindestens
80% senken bzw. ein Emissionsziel von weniger als 2 Tonnen pro Kopf und Jahr erreichen wollen. 2 Ziele, die mit der Zahl 2 verknüpft sind, 2 Grad Celsius bzw. 2 Tonnen pro Kopf. Und daher auch der Name dieses MOU, nämlich Under 2 MOU für dieses Memorandum. Und dem MOU haben sich inzwischen, wir haben es die Woche veröffentlicht, weitere 50 Länder, Provinzen, Regionen, auch Großstädte in der Welt angeschlossen. Weitere werden in den nächsten Wochen noch hinzukommen. Beispielsweise zu den bisherigen Unterzeichnern zählen unsere Freunde unter den 4 Motoren, die Lombardei, Katalonien, Rhône-Alp. Es zählen dazu unsere Partner in Ontario, es zählen dazu Schottland, Wales, aber auch unsere japanischen Partner in Güffi. Und wie gesagt, in den kommenden Wochen werden weitere hinzukommen. Lassen Sie mich im Eindruck der China-Reise des Ministerpräsidenten, von der wir am Sonntag zurückgekehrt sind, Folgendes noch feststellen. Der entscheidende Kampf zwischen Schwarz und Grün wird nicht hier im Lande ausgetragen. Der entscheidende Kampf zwischen Kohle und neuen grünen Technologien, der findet letztendlich in China statt. China ist mit Abstand der größte Verbraucher von Kohle bis zum heutigen Tage. China ist aber heute auch die größte Nation, was den Einsatz erneuerbarer Energien betrifft, sowohl was die Photovoltaik betrifft, als auch was den Einsatz der Windenergie betrifft. Und letztendlich wird da mitentschieden werden, ob es gelingt, dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auch China hier bei der Weltklimakonferenz mit ins Boot zu bekommen. Und ich bin deswegen wirklich sehr froh, dass es gelungen ist, auch eine chinesische Provinz, nämlich unsere Partnerprovinz Jiangsu, zu gewinnen, hier als Unterstützer des MOU sichtbar zu werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass das eigentlich in China ein Thema der Zentralregierung ist, umso höher bewerte ich es, dass Jiangsu hier bereit war, hier dieses MOU öffentlich mit zu unterstützen. Mit dieser Initiative, dessen Unterzeichner zum heutigen Tag rund 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger repräsentieren, senden wir ein starkes Signal für ein internationales Klimaschutzabkommen nach Paris. Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit eines ambitionierten und verbindlichen internationalen Abkommens liegt im weltweiten Interesse. Ich denke, da sind wir uns einig. Die Folgen des globalen Klimawandels bekommen wir heute schon zu spüren. Kollege Renkonen hat vorhin ein paar Zahlen genannt. Lassen Sie mich auch noch eine nennen. Ganz aktuell liegen die Monate Januar bis September in diesem Jahr mit mittleren 0,85 Grad Celsius über dem Durchschnitt der wärmsten ersten 9 Monate eines Jahres seit Beginn der Klimaaufzeichnungen. Und ohne raschen und ambitionierten Klimaschutz droht ein Temperaturanstieg um durchschnittlich 4 Grad, gegebenenfalls noch mehr in diesem Jahrhundert. Und damit steigt die Gefahr von abrupten, unumkehrbaren Klimaänderungen mit allen Folgen, die das in den einzelnen Bereichen hätte. Mit dem Memorandum of Understanding wollen wir den anstehenden Verhandlungen in Paris zusammen mit unseren klimaengagierten Partnern Rückenwind verleihen, damit es am 11. Dezember 2015 dann heißen kann, die Weltgemeinschaft hat sich auf ein wirksames Klimaschutzabkommen verständigt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.